Okay, dann guck ich erstmal nach dem Topf. Zeig mal her. Nimm die Kaffeekanne. Können wir die jetzt mitnehmen? Konnten wir die vorhin auch mitnehmen? Hm. Die Glut im Ofen hat sie warm gehalten. Tatsache, habe ich vorhin verpeilt. Gut, passiert. Oh, wir können die Herd betrachten. Der Herd ist immer noch warm. Man könnte nichts mehr darauf kochen, aber man könnte wohl etwas aufwärmen. Irgendwas zum Aufwärmen? Hm, wir haben einen Eiszapfen. Aber das bringt natürlich nichts. Können wir jetzt hier mit dem... Ah, genau, wir können das Zeug jetzt da reinkippen. Dachte ich mir schon. Jetzt tue ich etwas, das ich schon vor langer Zeit hätte tun sollen. Nein, hat den Schleim umgebracht. Eigentlich schade, dass es so böser Schleim war. Ja, das ist schade. War Schleim ist süß. Nicht wahr? Wenn das kein Helm für Helden ist. Er müffelt nur noch ganz wenig und die Innenseite wird auch bald nicht mehr glitschig sein. 2 von 3 Ausrüstungsgegenständen habe ich damit schon mal. Jetzt brauche ich nur noch die Landkarte. Ja, er will wirklich den Helm als... Also den Topf als Helm nehmen. Okay, warum auch nicht? So, was kann man denn jetzt noch machen? Schau aus dem Fenster. Wir müssen uns irgendwie den Typen ablenken. Die Frage ist nur, wie. Hm. Na, zeig mal her. Was kann man denn machen? Ich komme mit dem Eiszapfen ins Gehirn ran. Nein. Das wäre nicht so nett. Was kann man denn noch machen? Haben wir irgendwas hier zu interagieren? Betrachte den Bart des Kellermeisters. Bärte sind für Zwerge sehr wichtig. Je länger der Bart, desto angesehener der Zwerg. Und die Bartverzierungen verraten viel über den Träger. Der Kellermeister ist zum Beispiel ein Fassroller 2. Grades. Er wurde als 9. von 12 Kindern geboren und hat eine Schwäche für Starkbier. Er ist Junggeselle, mag aber keine Spaziergänge im Morgentau. Und er wurde einmal fast von der Schule geworfen, weil er einem Mädchen am Schnauzer gezogen hat. Einem Mädchen am Schnauzer gezogen hat. Oh, schön. So viel kann man aus dem Bart rauslesen. Vielleicht den Bart ein wenig ver... Soll ich das machen? Naja, ich glaube, er wird mich hassen dann. Gucken wir mal. Nein, ich kann doch nicht... Ich... Oder doch? Dafür komme ich in die Hölle. Garantiert. Ah, wir haben jetzt... Ah, wir haben ein Stück vom Bart. Das heißt, wir können vielleicht den Roboter damit füttern. Oder? Er hat seine Arbeit erledigt und prompt hat er sich wieder abgeschaltet. Ganz schöner Energiefresser, unser Rattenjäger. Und wir haben noch Müll. Nimm mal den Müll, damit du da angehst. Der Roboter zieht seine Energie aus dem Müll. Die Energieversorgung ist gesichert. Und jetzt machen wir ein wenig, haben ein wenig Spaß mit dem Kellermeister. Ob das funktioniert? Zumindest würde das den Kellermeister ein wenig ablenken. Ja, dann mach mal. Hallo? Stopp! So war das nicht! Ich glaube, das war doch keine gute Idee. Ich mochte den Kellermeister. Die beiden haben gerade Spaß. Es war großartig. Der ewige Kampf zwischen Zwerg und Maschine. Und ich hab gewonnen! Tja, ist das eine Ratte, ne? Alles in Ordnung mit Ihnen? Na klar, warum denn nicht? Meinst du, so Blecheimer könnten einen echten Zwerg besiegen? Nee. Ah, das tat gut. Endlich mal wieder was los hier. Das muss hier feiert werden. Könntest du was kochen in der Zeit? Jo, reden wir mit ihm wieder. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. Anscheinend... Ah, jetzt kann man ihn nur fragen, ob wir die Karte auch haben können. Sehr schön, dann... Als der Roboter auf sie losgegangen ist, hätte ich nicht gedacht, dass sie ihn besiegen können. Jo, haha, das war eine epische Schlacht. Zwerg gegen Maschine, Natur gegen Technik.
Geist gegen Materie. Geist? Wie haben Sie ihn zerstört? Ich habe so lange mit schweren Gegenständen auf ihn eingeschlagen, bis die Funken sprühten. Auch gut. Gewiefte Taktik. Ja, aber ein paar Mal hat er mich auch ordentlich erwischt. Schau nur, was er mit meinem Bart gemacht hat. Oh, ja. Ich war so voller Adrenalin und Bier, ich hab's ja nicht gemerkt. Gut, das heißt, es ist schon mal nicht unsere Schuld, dass der Bart kaputt ist. Also, rein offiziell. Inoffiziell hat er wahrscheinlich gar nicht getroffen am Bart, aber egal. Herr Kellermeister, dürfte ich mir vielleicht die Landkarte dort einmal ausleihen? Was, die? Nee, mein Junge. Das ist eine Karte mit den besten Kneipen des Landes. Und diese hier ist mit drauf. Ja, schon. Ich wäre auch ganz vorsichtig. Nee. Wenn wir ehrlich sind, ist hier nicht viel los, seit der Krieg ausgebrochen ist. Und ich habe keine Chance, nochmal ausgezeichnet zu werden. Deswegen bleibt die Karte, wo sie ist. Okay, das wird also schwer, die Karte zu bekommen. Müssen wir uns was überlegen. Ich habe mit meinem Großvater gesprochen. Er ist auch der Meinung, dass der Ring wichtig ist. Er will mir helfen, in die Stadt der Menschen zu kommen. Ja, natürlich will er das. Hör mal, Kleiner, nichts gegen deinen Opa. Aber meinst du nicht auch, dass er vielleicht nicht mehr alle Tassen im Schrank hat? Quatsch. Mein Opa ist ein großer Soldat und Erfinder. Sicher. Aber wie soll ich sagen? Er hat vielleicht eine Bruchlandung zu viel hingelegt, weißt du? Seine Fluggeräte waren meistens etwas anfällig. Und er war auch nie ein großer Pilot. Ehrlich, Kleiner, wenn dein Opa glaubt, an der Geschichte ist was dran, dann ist das für mich ein Grund mehr, mich rauszuhalten. Opa und ich werden es allen zeigen. Ich muss weiter. Viel Spaß beim Feiern. Jojo! Have fun. Sag mal, wie kommen wir jetzt an diese Karte ran? Nehmen können wir sie einfach nicht. Ich glaube, er ist im Siegestaumel und wird nichts bemerken. Du glaubst. Ich hab sie. Eine Landkarte der Region. Damit habe ich meine Ausrüstung zusammen. Schnell zurück zu Opa. So viel zum Glauben. Okay, dann hätten wir das auch geschafft. Schön, sehr schön. Was haben wir auch jetzt dabei? Oh, so viel Zeug. Egal, wir haben Karte, Helm und wir haben den Fallschirm. Das ist die Hauptsache. Und wir haben auch einen Eiszapfen in der Hosentasche drin. Müsst ihr nicht bald mal schmelzen? Sollte eigentlich, aber ja, anscheinend will er nicht. Ach, du bist ja auch noch da. Wie kriegen wir dich denn? Da komme ich nicht dran. Verlängerungsarm haben wir ja nicht mehr. Wie kommen wir an dich ran und warum habe ich nichts dafür, das Dingen? Kann ich vielleicht die Pflanze da rein tun? Die Pflanzen sind ganz schön groß geworden. Ich könnte schwören, gestern waren sie noch nicht da. Vermutlich benutzt Mama einen sehr guten Dünger. Wahrscheinlich. Ich fasse davon lieber nichts an. Wir Gnome haben eine goldene Regel. Mische dich niemals in die Experimente anderer ein. Schade. Sieht nicht so aus. Ja, das hätten wir schon. Ich will das einpflanzen, aber was? Oh, Lampen haben wir auch oben. Haben wir gar nicht gesehen. Auch so eine Erfindung von Papa. Er nennt es Elektrizität oder so ähnlich. Hat irgendetwas mit Hamstern zu tun. Die frühe Methode der Energieerzeugung. Hamsternlaufrad. Sehr schön. Kann man nicht irgendwie? Da ist sonst noch was hier. Zeitmessometer, Getreidemühle? Nee. Also da können wir gerade nicht einpflanzen. Müssen wir wann anders machen. Ich habe nichts zum Einpflanzen. Schade. Und abwärts. Kann man nichts machen, ne? Dann gehen wir halt runter und sagen, ob wir das alles haben. Ey, Ops, komm mal her. Ach nee, ich komm zu dir, okay. Entschuldigung. Colonel Opa? Colonel Opa. Schöner Name. Hallo, Colonel Opa. Ja, machen Sie Meldung. Der Kellermeister war nicht. Vom Kellermeister können wir keine Unterstützung erwarten. Er glaubt nicht, dass der Ring wichtig ist. Ich hab nichts anderes erwartet von diesem feigen Trunkenbold. Aber Opa, er ist mein Chef. Schöner Chef! Sitzt in seiner Festung und trinkt von morgens bis abends Bier, während seine Kameraden an der Front kämpfen. Ich glaube, er vermisst sie.
Ja, vielleicht. Auf jeden Fall sind wir auf uns alleine gestellt, Soldat. Zwangsweise. Egal, auf jeden Fall haben wir einen Helm. Ich habe den Topf. Helm. Ausgezeichnet, Soldat. Der Helm schützt dich vor physischen Angriffen. Du kannst darauf sitzen und ihn sogar als Kochtopf benutzen. Wie praktisch. Ja, vielleicht. Zeig mir mal den Helm. Er ist nicht toll, ich weiß, aber ich... Ach was, es ist ein guter Helm. Und er wird einen guten Soldaten schützen. Es sei denn natürlich, der Feind greift mit Drachen an. Oder er hat Hexer in seinen Reihen. Oder magische Schwerter. Oder er trifft dich nicht am Kopf. Vielleicht sollte ich noch nach einer Rüstung suchen, die auch magische... Papalapap, der Helm muss reichen. Ja, wir sind gut gesichert auf jeden Fall dann, ne? Mit dem Helm auf dem Kopf. Ich habe eine Landkarte organisiert. Exzellent! Gutes Kartenmaterial ist der halbe Weg, sagte mein Kommandant immer. Natürlich wirst du sie nicht brauchen, wenn alles gut geht. Wenn was gut geht? Aber wenn nicht, ist es gut, eine Karte dabei zu haben, nicht wahr? Sehr beruhigend, dass er nicht sagt, was gemeint ist. Und den Fallschirm auch noch zusammengeschustert. Ich habe einen Fallschirm. Na, fantastisch! Fallschirme sind schwierig zu bekommen. Und man kann sie ja schlecht selbst herstellen. Ganz schlecht. Sein Leben will man schließlich nur Qualitätsprodukten anvertrauen und nicht irgendwas, das man notdürftig zusammengeflickt hat. Oder? Leben anvertrauen? Aber natürlich. Natürlich nicht, meine ich. Damit ist meine Ausrüstung komplett. Ausrüstung komplett. Mit unserem notdürftig zusammengeschüttelten... Hervorragend! Fallschirm. Jetzt könnte es losgehen. Wenn nur mein verfluchter Apparat endlich funktionieren würde. Aber in diesem Haushalt, da findet man nichts. Kein Nitroglycerin, keine Drachenhautpanzer, keine konzentrierte Salzsäure, keine Mithrilmantelspitzgeschosse. Gar nichts! Hat wozu, jeder im Haushalt. Wozu brauchst du das ganze Zeug? Wozu? Es ist Krieg! Aber wir wollen den Ring doch nur zum Erzmagier bringen. Meinst du nicht ein Schlitten? Ach was, ich brauche einen Nitroglycerinersatz. Irgendetwas Hochexplosives. Das Einzige, was mir da in den Sinn kommt, ist ein gutes, altes Zwergenstarkbier. Zwergenstarkbier? Ein Teufelszeug. Ganze Ländereien haben wir damit aus der Luft in Schutt und Asche gelegt. Wir liebten den Geruch von Zwergenstarkbier am Morgen. Okay, ich werde mich um Zwergenstarkbier kümmern. Sonst noch etwas? Ja. Ich brauche ein bestimmtes Zahnrad. Ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel. Grad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch und Rechtsgewinde und Lockring-Arretierung. Das ist keine Standardgröße. Und ich kann es nirgendwo finden. Klar. Ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel, grad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch mit Rechtsgewinde und Lockring-Arretierung? Das kommt mir bekannt vor. Komm zurück, wenn du die Sachen hast. Um den Rest werde ich mich kümmern. Aber bedenke, der dunkle Lord kennt alle deine Gedanken. Klar. Na, immerhin kommt Wilbur bekannt vor, weil mir nicht. Was auch immer ein 5/8 Zoll irgendwas sein soll. Ach, schade, wir brauchen Zwergenstarkbier. Ja, so ein super Dünger. Und das Zahnrad haben wir auch nicht. Ach, also müssen wir schon wieder zum Zwerg zurück. Oh. Garantiert hat der ein Zahnrad in sich drin, oder? Manchmal glaube ich, das Ding zeigt die Zeit nicht an, sondern verbraucht sie. Das auch. Ich will den Fisch da haben. Da komme ich nicht dran. Ich muss irgendwie an den Fisch rankommen, ich weiß noch nicht wie. Können wir im Trichter vielleicht irgendwas rausholen? Im Trichter liegt noch etwas Getreide. Gerste, glaube ich. Tatsache. Gib mal die Gerste her. Und die will ich dann jetzt da einpflanzen. Ich weiß schon nicht, was ich mit der einen Hand voll Gerstenkörner anfangen soll. Wozu brauche ich dann zwei? Ist doch egal. Ich weiß schon nicht, was ich... Wahrscheinlich egal. Oh, ich dachte, ich könnte jetzt die Gerste da reinsetzen, dann den Superdünger drauf ernten und dann brauen. Anscheinend aber nicht. Eieieiei. Na gut, ich glaube, da mache ich mir erst im nächsten Part dann Gedanken drüber, weil ich möchte jetzt gerne eine kleine Aufnahmepause machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei diesem wunderbaren Spiel.
Ja, wir sind noch ganz am Anfang. Die Frage ist, was ist aus Ivo passiert? Wo ist der Gremlin? Und wird Wilbur jemals mal das Gebiet hier verlassen? In dem Sinne, bis zum nächsten Mal bei The Book of Unwritten Tales.